und herzlich willkommen bei Lehrerliebling, der YouTube-Kanal, der euch beim Lernen helfen soll. Heute beschäftigen wir uns mit den Regenwürmern. Regenwürmer gehören zu den Ringelwürmern und außerdem zu den wirbellosen Tieren. Sie können bis zu 30 cm groß werden. Der Körper des Regenwurms ist in viele gleichartige Körperabschnitte gegliedert, die Segmente. Ein Regenwurm kann aus bis zu 150 gleichartigen Segmenten bestehen. Wie ein Regenwurm von innen aussieht, werden wir uns jetzt anschauen. Jeder Regenwurm besitzt ein Vorder- und ein Hinterende. An dem Vorderende befindet sich die Mundöffnung und an dem Hinterende die Afteröffnung. Außerdem befinden sich an jedem Körpersegment 4 Paar Borsten. Der Einfachheit halber haben wir in jedem Segment nur 2 Paar Borsten dargestellt. Außerdem haben wir nur ein Mittelsegment dargestellt. Es können aber, wie bereits erwähnt, bis zu 150 gleichartige Segmente folgen. Im Inneren des Regenwurmes trennen dünne Wände die Segmente voneinander. Auf der Rückenseite des Regenwurms befindet sich der Darm, welcher den Wurm komplett durchläuft. Oberhalb und unterhalb von dem Darm befindet sich ein geschlossenes Blutgefäßsystem. Auch dieses durchläuft den Wurm komplett. Auf der Bauchseite des Regenwurmes befindet sich das Nervensystem in Form von eng nebeneinander liegenden Nervenknoten. Diese sind über Querverbindungen miteinander verbunden. Da ein solches Nervensystem vom Aussehen an eine Strickleiter erinnert, wird es Strickleiternervensystem genannt. Im Vorderende des Wurmes befindet sich direkt über der Mundöffnung das Gehirn des Regenwurmes. In den gleichartigen Segmenten findet man außerdem das Ausscheidungsorgan, worüber flüssige Abfallstoffe nach außen geleitet werden. Da wir hier nach dem Vordersegment nur ein Mittelsegment zeigen, haben wir auch nur ein Ausscheidungsorgan, da die Ausscheidungsorgane sich nicht in dem ersten und nicht in dem letzten Segment des Regenwurmes befinden. Regenwürmer haben keine Lunge. Sie atmen über die gesamte Haut. Sie werden Hautatmer genannt. Sie bewegen sich durch Muskeln, welche sich direkt unter der Haut befinden. Der Einfachheit halber haben wir hier nur ein paar Muskeln pro Segment gezeigt. Sie befinden sich aber direkt unter der gesamten Haut des Regenwurmes. Nochmal zusammengefasst. In jedem Segment befindet sich der Darm, welcher den Regenwurm komplett durchzieht. Es befinden sich die Blutgefäßsysteme ober- und unterhalb vom Darm. Es befinden sich Nervenknoten, welche über Querverbindungen miteinander verbunden sind und in das Gehirn münden. Es befinden sich außerdem Muskeln, welche den Regenwürmern ermöglichen, es sich zu bewegen. Und es befinden sich Ausscheidungsorgane, welche flüssige Abfallstoffe nach außen leiten. Regenwürmer haben keine Lunge. Sie atmen über die gesamte Haut. Da diese Atmung nur bei feuchter Hautoberfläche möglich ist, müssen Regenwürmer immer in feuchter Erde leben und vermeiden als Schutz vor Austrocknung das Sonnenlicht. Zur Fortbewegung dient den Regenwürmern der Hautmuskelschlauch. Dieser besteht aus der Haut und den darunterliegenden Muskeln. Regenwürmer bewegen sich, indem sie ihre Muskeln zusammenziehen und entspannen. Dabei wechseln sich verschiedene Muskelarten ab, Ring- und Längsmuskeln. Damit der Wurm, während er sich vorwärts bewegt, nicht rutscht, hat er Borsten. Diese funktionieren wie Klammern, welche den Wurm am Untergrund festhalten. Regenwürmer ernähren sich von Abfallprodukten der Natur. Sie befördern Pflanzen- und Tierreste sowie Blätter in die Erde. Dort dienen sie im verrotteten Zustand als Nahrung. Hier könnt ihr auch nochmal unser Video über Nahrungsbeziehungen im Wald anschauen. Da wurde der Regenwurm bereits als Destruent genannt.